Herzlich willkommen zu meinem heutigen Podcast über eine alte Indianerlegende, die von einem weißen und einem schwarzen Wolf erzählt. Zwei Seiten, die wir alle in uns tragen und unser gesamtes Leben, was wir in die Welt tragen wollen und wie sie uns wiederum begegnet, widerspiegelt. Welche Ausrichtung, Einstellung, innere Haltung trägst du in dir, das deine Macht der Entscheidung beeinflusst? Ist es ein Kampf oder ein sich miteinander einlassen? Zwei Wölfe, die in jedem von uns wohnen. Ein weißer und ein schwarzer Wolf. Viel Spaß beim Zuhören dieser Legende. Ein alter Indianer saß mit seinem Enkelsohn am Lagerfeuer. Es war schon dunkel geworden und das Feuer knackte, während die Flammen in den Himmel züngelten. Nachdem sie beide eine Weile geschwiegen hatten, sagte der Enkelsohn: »Schau, Großvater, wie die Flammen tanzen. Sie stoßen in die Dunkelheit vor, als ob sie die Schwärze vertreiben wollten.« Der Großvater erwiderte: »Sie kämpfen miteinander, so wie unsere beiden Wölfe.« »Welche Wölfe?« fragte der Enkelsohn neugierig. Der Großvater erzählte weiter: »Weißt du, in deinem Leben wird dir vieles widerfahren, so wie auch mir vieles widerfahren ist. Manchmal fühlt es sich an, als ob da zwei Wölfe im Herzen gegeneinander kämpfen würden. Ein weißer und ein schwarzer Wolf. Der schwarze Wolf ist der Wolf der Dunkelheit, der Ängste, des Misstrauens, der Verzweiflung, der Wut, der Gier und der Eifersucht. Er bringt dir böse Träume, viel Leid und Schmerz. Der weiße Wolf ist der Wolf der Lebensfreude, der Zuversicht, der Gerechtigkeit und der Liebe. Er bringt dir die guten Träume, schenkt dir Mut und Hoffnung. Er zeigt dir den Weg und gibt dir weisen Rat. Der weiße Wolf ist wie die hellen Tage, der schwarze Wolf wie die dunklen Tage im Leben. So wie die Flamme die Dunkelheit bekämpft, so ringen der weiße und der schwarze Wolf Tag für Tag miteinander. Diese beiden Wölfe werden die Zähne fletschen, sich umkreisen, sich an die Kehle gehen, bis einer kraftlos zu Boden sinkt. Dann schwieg der Großvater wieder. Nachdenklich schaute der Enkel in die Flammen und fragte: »Großvater, welcher der beiden Wölfe wird gewinnen?« Der Alte lächelte und sagte: »Der Wolf, den du am häufigsten fütterst.« Nach einer Pause erklärte der Großvater weiter: »Solltest du nun versuchen, den schwarzen Wolf einfach zu ignorieren, so wird er wild und hungrig werden. Dann wird er hinterlistig und dem weißen Wolf auflauern. Hörst du ihm aber zu und beachtest ihn, mehr ist meist gar nicht nötig, dann ist er glücklich. Rede mit ihm. Dann wird der schwarze Wolf ruhig und wird dir seine guten Eigenschaften zeigen, so wie Beharrlichkeit, Willensstärke und starke Intuition. Dem weißen Wolf wird es so ebenfalls gut gehen. Der weiße Wolf braucht den schwarzen Wolf an seiner Seite. Sorge für beide und dir wird es gut gehen.« Still und mit dieser erhaltenen Erkenntnis setzte sich der Enkel ganz nah an seinen Großvater und beide beobachteten noch die tanzenden Flammen am Lagerfeuer. Eine wunderschöne Legende. Wähle jeden Tag von Neuem, welchen Wolf fütterst du? Ich danke dir für dein Zuhören und wünsche dir ein achtsames Kennenlernen deiner beiden Wölfe in dir. Alles, alles Liebe. Wenn der Beitrag dir gefallen hat, dann bitte drücke den Daumen nach oben. Wenn du neu bist auf meinem Kanal, dann drücke den Abo-Button
und aktiviere das Glöckchen. Vielen lieben Dank.